Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also um meinen geschätzten Koalitionspartner so direkt schon mal in Wallung zu bringen, will ich direkt vorweg sagen, es ist ja nicht unbekannt, dass die SPD für die Bürgerversicherung ist. Und wir müssten uns über den Antrag der Linken nicht unterhalten, wenn wir ein gemeinsames Versicherungssystem hätten. Das ist mal Fakt. Denn die Probleme, die wir hier diskutieren, die auch die Linken in ihrem Antrag ansprechen, die resultieren ja aus diesen zwei unterschiedlichen Systemen, die nebeneinander existieren und unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und deswegen muss man das auch noch mal erklären. Man kann ja ideologisch gegen eine Bürgerversicherung sein, aber man muss jetzt mal... Ich wusste, dass ich sie damit kriege. Trotzdem will ich das Thema, was hier zur Debatte steht, noch mal ansprechen. Die Beamten haben ja ein Wahlrecht, weil das hier gerade angesprochen wurde. Aber es ist kein echtes Wahlrecht. Denn auf der einen Seite kann ich mich ja als Beamter entscheiden, gehe ich in die gesetzliche oder in die private. Nur es ist kein wirkliches Entscheidungsrecht, denn wer geht denn in die gesetzliche? Das sind die, die vielleicht viele Kinder haben, eine Behinderung haben, schon schwere Erkrankungen haben. Da wird es nämlich richtig teuer. Denn eins ist doch klar, wir haben eine unterschiedliche Voraussetzung in den beiden Systemen. Bei uns ist es, bei der gesetzlichen ist es völlig egal, wie hoch mein Einkommen am Ende, also Einkommen spielt schon eine Rolle, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber Erkrankungen spielen keine Rolle, weil es ein Solidaritätsprinzip ist. Bei der privaten wird es im Alter richtig teuer, wenn ich Erkrankungen habe. Und deshalb ist es für Beamte halt schwierig, am Anfang ihrer Laufbahn ein echtes Wahlrecht zu haben. Sie werden quasi in die private gedrängt, wenn sie krank sind, Behinderungen haben. So, und dann werden sie noch bestraft, weil sie dann den Beitrag in der GKV komplett alleine bezahlen müssen. Das ist doch das eigentliche Thema, um was es hier geht. Und deshalb finde ich, es lohnt sich im Ausschuss mal darüber zu reden, ob das gerechtfertigt ist, ob das eine echte Wahlfreiheit ist, wenn man denn darauf besteht, auf eine Wahlfreiheit. Wie gesagt, die SPD sagt natürlich, wir können das auch ganz anders regeln, indem man eine Bürgerversicherung macht. Gerade ist gesagt worden, das Hamburger Modell. Ich finde, das ist ein erster richtiger Weg. Der soll ja jetzt zum 1. August 2018 in Kraft treten, wo zumindest den Beamten angeboten wird, zu Beginn der Laufbahn übrigens, nicht einfach so zwischendurch, sondern zu Beginn, dass sie diese Pauschale in Anspruch nehmen können. Ich weiß nicht, ob das verfassungswidrig ist. Ich bin keine Juristin, aber es ist ja eine freiwillige Entscheidung, wenn die sagen, ich nehme diese Pauschale an. Ich finde es richtig, diese Entscheidungsmöglichkeit zu geben. Und vielleicht sollten wir erst mal abwarten, wie dieses Modell funktioniert, um es nicht schon direkt im Bausch und Bogen kaputt zu reden. Weil auch die, die jetzt schon in der GKV sind, ihre Beiträge alleine zahlen, bekommen diesen Zuschuss, diese Pauschale auch. Und das ist ein richtiger Schritt, weil Sie gesagt haben, ja, das kostet zu Beginn in Hamburg erstmal, Sie haben, glaube ich, eine Zahl von 6 Millionen genannt. Es gibt aber auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die sagt, würden wir die Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung Bund und Länder einbeziehen, würden wir bis zum Jahr 2030 insgesamt 60 Milliarden Euro Bund und Länder entlasten. Und ich finde, das ist auch eine Summe, über die man mal nachdenken muss. Am Ende will ich noch mal deutlich sagen, was mich an dem Antrag der Linken auch stört, ist natürlich, da nicht ganz klar rüberkommt, ob sie auch die Gruppen, sag ich mal, die jetzt in der privaten sind, diese Tür aufmachen wollen, sofort in die gesetzliche zu kommen. Ich glaube, da ist bekannt, damit hätte auch ich Schwierigkeiten, weil das automatisch sofort natürlich die Beamtinnen und Beamten sofort zu uns locken oder Pensionäre, die jetzt das Problem haben, ihre Prämie nicht zahlen zu können. Es würde sofort die gesetzliche Krankenversicherung belasten. Deswegen ist mir der Weg lieber, erstmal zu sagen, wir schaffen erstmal diese Ungerechtigkeit bei der Wahlmöglichkeit vorne bei den Beamten beim Beginn der Laufbahn ab, wo sie sich entscheiden können. Und darüber, finde ich, sollten wir auch in der Koalition noch mal reden. Und soweit ich weiß, Herr Spahn hat ja selbst ein zweites Thema angesprochen bei seinen Antrittsreden, wo er gesagt hat, dass Polizisten zum Beispiel, die am Ende im Alter auch hohe Prämien zahlen müssen, das möglicherweise mit ihrer Pension oder ihrem Einkommen nicht kompatibel ist, dass er sagt, auch das ist ein schwieriges System. Er hat es zwar so bezogen, dass er am Ende gesagt hat, die private PKV hat einen Reformbedarf. Aber ich finde, man kann es auch anders denken. Man kann auch den Weg gehen, den ich gerade skizziert habe und den das Land Hamburg am Ende jetzt auch geht.
Abschließend will ich sagen, ich freue mich auf die Diskussion. Wir sollten sie führen. Und da der Minister ja auch gelegentlich außerhalb des Koalitionsvertrages Themen nennt, denke ich, gibt es ja eine gewisse Offenheit, dann auch Themen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, miteinander zu besprechen. Darauf setze ich, darauf freue ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kollegin Christine Aschenberg-Duckhaus spricht für die FDP-Fraktion.